Hallo meine Lieben, heute wird wieder lecker gekocht. Draußen scheint die Sonne. Perfekt, ich habe was ganz Leichtes gekocht und was Gesundes. Es ist auf jeden Fall vegetarisch. Ich würde schon fast sagen, es ist vegan. So 100% bin ich mir nicht sicher. Je nachdem, was ihr auch für Nudeln nehmt und sonstiges, ne? Also alles zu beachten. Und zwar Nudeln mit der Spaghetti mit Spinatbasilikum und das sind Spinatblätter und Tomaten getrocknete geschnitten. Wir probieren es aus. Bleibt dran, wenn es euch interessiert. Und viel Spaß! Ihr könnt mir natürlich als Unterstützung gerne folgen, hier auf YouTube, auch auf Instagram und TikTok. Fangen wir mal an. Als erstes habe ich hier Spinat gewaschen, zur Seite gelegt und in einen hohen Gefäß reingetan und packe hier grob gewürfelte Knoblauchstückchen rein. Hier habe ich gesalzene Mandeln leicht zerquetscht. Ihr könnt sie auch leicht schneiden und auch mit reingemacht. Dann wird das alles fein püriert, wenn das möglich ist mit den Mandeln. Ja, es ist möglich. Ich habe jetzt Öl reingegossen und es wird weiter püriert. Während ich hier mit dem Pesto beschäftigt war oder bin, habe ich hier noch Spaghetti gekocht. Ihr könnt auch Alternativ-Spaghettis nehmen, so ist es nicht. Und die sind so gut wie fertig. Mein Pesto habe ich noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Hallo Kitty! Und werde jetzt getrocknete Tomaten in Öl in Streifen schneiden. Am besten das ganze Glas. Die Nudeln sind komplett fertig. Und weil ich das Wasser brauche von den Nudeln, werde ich das hier abgießen, weil hier kann ich das Wasser auffangen. Jetzt habe ich die Nudeln wieder in den Topf gemacht, ohne Wasser. Aber ich habe ja hier noch Wasser. Das werde ich dazu gießen etwas, nicht alles, weil dann hat es alles keinen Sinn gemacht. Und mache mein Pesto jetzt hier rein. Darf ich vorstellen? Mein Pesto. Also ich finde, das sieht richtig gut aus. Nicht zu braun, nicht zu grün, perfektes Grün. Geschmeidig, nicht zu flüssig, nicht zu fest. Und ich habe schon probiert, es schmeckt ganz gut. Warum nicht? Guckt euch diese Schönheit an. Nudeln mit Pesto, die Nudeln sind grün. Es sieht so schön aus. Gleich wird serviert. Fertig. Hier habe ich noch die Tomaten drauf gemacht. Spinat habe ich drauf gemacht. Ich will die ganze Zeit Basilikum sagen. Und es ist fertig. Jetzt wird probiert. Ich habe jetzt auf die Gabel leider noch ein bisschen drauf bekommen, aber es ist ja noch zum Probieren. Doch, ja. Oh, Gott sei Dank, mir ist endlich mal ein Pesto gelungen. Ich kaufe normalerweise Pesto gerne in einem Laden, in einem Glas. Einen sehr leckeren Pesto, Basilikum. Der ist wirklich saulecker. Das Problem ist, kleines Glas, kostet echt viel. Aber wenn es schmeckt, den gibt es leider nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. Ich bin traurig. Aber wenn man selber einen machen kann, ist das noch viel, viel günstiger und viel, viel besser. Besonders, weil man die Menge bestimmen kann. Man bestimmen kann, wie viel und wie oft man davon essen möchte. Und kein Glas einem das vorschreibt. Und es ist nie ausverkauft. Denn Spinat gibt es immer. Und Öl und Knoblauch. Und gesalzene Mandeln. Ich bin so glücklich, dass es mir so gelungen ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Mir auf den anderen Seiten folgen, wie gesagt. Und Zutatenliste folgt. Plus in der Beschreibung ist auch noch was drin. Bis zum nächsten Mal. Ich genieße das Wetter und das leckere Essen. Tschüss!